So, da bin ich wieder voll Elan und jetzt mit vollem Siegeswillen. In dieser Scheiße, wo ich zweimal abgekackt bin, weil ich so blöd war, den anzutreten. Es läuft. Schlange. Gut, Oh, Klettermarkt, Klettermarkt, aber die, aber wie du das komische noch machst. Ist da jemand? Nein. Oh, ich das kleine Fischer Sam weg. Das tut mir aber leid. Ja, piep, 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 piep. Glaube ich. Lalo. So, ist das noch kleiner Mittelweg in die Mitte? Hey, Alter! Scheiße! Einer weniger, aber einer muss doch noch irgendwo sein. Hat mir tief ein und tief aus. Wo ist denn der Keimer? Ja, warte, ich muss noch kurz überschmieden. Ja, du Spacken, wo bist du denn? Ich finde dich und drehe dir den Hals um. Dann können wir dich hier ausstellen. Ja, da bist du ja. Kinderspiel. Alles umkicken, ich bin sauer. Ja, Kinderspiel werden jetzt eigentlich sagen, die vielleicht diesen einen Part vorher gesehen haben. Kinderspiel. Vogel. Das war. Ja, wie kann ich mir jetzt eine gute Ausrede ohne das Vollidiot zu stehen? Der Nuklear. Also ich habe mich da einfach ein bisschen verkackt, Digga. Bam! So, die Kobe-Mission. Das ist eigentlich eine one of the einfachste Mission und ich bin jetzt hier schon zweimal gestorben und gleich wird es noch besser in den nächsten Missionen. Ja. Oh, einen hab ich schon aus dem Fenster abgefangen. Oh, na, da hat er recht. Also. So, das ist ein Mr. Klunker, so nenne ich den. Arschloch, ey, steht du Flachhunde, Wichser. Los, rein in die Granate rein. Los, jetzt rein. Lebe ich noch oder bist du tot? Oder? Halt's Maul. Hast du irgendwas Schlechtes über? Ich hab's geschafft. Nein, ich hab nur Spaß gemacht, Mann. Ja, klar. Ich hab's nicht so gemeint. Ich schwör's dir. Ich, weißt du, ich hab deinen Sohn abgeknallt. Sag mir, weshalb sie sterben musste. Kannst genau. Dir nicht sagen. Wirst du dich schon umlegen müssen. Und das denkst du, hält ihn jetzt auf. Ja, das ist Musik in meinen Ohren. Ja. Es war nur ein Job. Gut. Die haben mir ein Bild gegeben und gesagt, dass sie eine Leiche brauchen. Es war nur ein Job. Denn die reicht mir nicht. Wer waren deine Auftraggeber? Kann ich nicht sagen.
Ich arbeite immer noch für Sie. Die werden mich umlegen. Das war jetzt nicht so toll. Der ist noch nicht tot, nur mal so nebenbei. Nur ein bisschen angeschlagen. Glaub mir, die sind gerade nicht dein größtes Problem. Du verstehst nicht. Da kommen sie. Die sind mächtiger als du und mächtiger als ich. Die haben mich sogar davor gewarnt, dass du kommst. Wache runter, Fischer. Also ich finde, das ist einer der besten Splinter Cell-Teile. Bitte. Dieses eine Mal musst du mir vertrauen. Wenn du mit der Eiskönigin sprichst, Fischer, dann hör auf sie. Ich wette, sie weiß eine Menge Sachen, die dich interessieren würden. Wieso hat das so lange gedauert? Keine Bewegung! Zentrale, hier ist Gold Talk One. Haben den Panzer gesichert und kehren jetzt zur Basis zurück. Heißt das Panzer? Nur dieses eine Mal. Wenn das eine Falle ist. Okay, bin ich froh, das war's jetzt mal mit Malta-Kapitel. Hast deine Leute beim Hubschrauber gesehen? Bisschen wie im Hubschrauber. Das machen wir bestimmt auch noch im nächsten Part. Also im nächsten Teil. Haltet euch das mal auf mit Splinter Cell. Aber Tom Reed ist einfach kein geduldiger Mann. Ja, überspringen wir jetzt einfach mal. Das wollen wir jetzt gar nicht sehen. Ja, dann sag ich mal, ciao, bis zum nächsten Mal.